Former federal government. I say that is democracy enough for Africa. Yes, we all learn from each other. And especially Africa, since, say, about 50 years ago, we were all colonies. And as colonies, we didn't even enjoy citizenship. The colonial authority, as most things were going wrong with people, only used the grace to decide matters. If a citizen, and we were not even citizens, we were subjects, if a subject was displaced, the subject had to petition to the government or the metropolitan authority for that one. Right? That's what we were used till we became independent. When we got independence, we came into independence with constitutions that provided for exercise of franchise. This was abused by succession of strongmen, military dictators, till into current times. So if Africa now is trying to exercise democratic government, I don't think anybody should complain about the speed, because the alternative to our doing this type of democracy we have is throwing ourselves back under strong men who were as sterile as the colonial governments. The strong men lived for themselves, they governed for themselves, not for the people. Now the people are beginning to make their voices heard by their leaders, and so the leaders are beginning to respond. And here, the proverb, the analogy I want to give is the Chinese proverb, say, a journey of 1,000 miles begins with but a step. And we have begun going democratic, and that is the way for us. As to what some Western journalists would say, that one, I believe, is by the by. What we are doing in Africa is of Africa's own choice. This is why the African Union has resolved that anybody taking power through the ballot box, but by say military coup d'etat, should be sanctioned, should be removed from the union, suspended. And I think this is done by Africa's own choice. It's not because the Western powers are demanding it or any other outside authority. We have seen that the best type of government is the government that is responsive to the needs of the people, the government that listens to the people. The government that makes it is business to know the problem confronting the ordinary people of their life. And when the people have the chance to vote, we are voting to change government. For I, for instance, came to power from opposition. A sitting government was voted against for the opposition man to come to power. That's how I came to power. And I can tell you, I didn't come to power because of the censure of any country outside Ghana. And so as far as I'm concerned, Ghana has decided to be democratic, and that must be the cause for Ghana and for the rest of Africa from now on. Thank you. Mutigen Appell, der Demokratie zu wagen, Menschen eine Stimme zu geben und damit auch verantwortliche Regierungsvorsitzende zu bekommen. Vielleicht, Frau Bundeskanzlerin, wollen Sie auch noch mit einem Mutsatz enden und noch ja, uns ein bisschen Mut machen? Oder was ist Ihre persönliche Hoffnung, wenn Sie die ganze Demokratie ja, also, sehen? Ich finde, das, was Frau Kufour gesagt hat, ist doch mutmachend. Ich glaube, man darf, oder was ich mir immer wieder sage, ist, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen und uns auch über kleine Erfolge freuen können. Wenn man sich das große Gebäude vorstellt, 7 Milliarden Menschen und was man alles zu tun hat, da kann man ja gar nichts voranbringen. Aber es geht halt wie überall im Leben Schritt für Schritt und jeden Schritt ganz beharrlich, aber auch zielstrebig umsetzen und dann zum nächsten ausholen, also dicke Bretter bohren im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube an die eine Welt und wir müssen es lernen oder wir vernichten uns alle. Es gibt, wir haben keine Alternative. Entweder lernen oder wir können machen. Da bin ich dafür, weil es so schön ist, dass wir es lernen. Ja, wir kommen zum Ende mit unserer Veranstaltung. Ich glaube, wir haben in den 2 Stunden gelernt, Weltordnung ist in der Macht.
sind entstehen und das internationale Recht, die internationale Ordnung entwickelt sich langsam, aber sie müssen weiterentwickeln. Wir haben über Weltorganisationen, über eine andere Repräsentation gesprochen, das ist wichtig. Wir haben gelernt, wie wichtig Demokratie ist, eine gute Regierungsführung, dass Menschen ihre Meinung äußern wollen. Wir haben viel gesprochen über faire Partnerschaft zwischen Europa und Afrika und haben auch einige Baustellen identifiziert, von der Fischereipolitik bis zur Exportsituation und anderen, an denen wir weiterarbeiten müssen. Wir haben aber vor allen Dingen gelernt, ich glaube, das ist heute sehr wichtig, dass wir über einen modernen Wachstumsbegriff nachdenken müssen. Wie die Kanzlerin sagte, 7 Milliarden Menschen müssen Anteile haben an unserer Umwelt, an unserer Welt, und das zu fairen Rahmenbedingungen, nämlich zu dem, was John Hoover sagte, zu Shared Values, einem klaren Bekenntnis für die Menschenrechte. Ich glaube, das sind zwei zentrale Botschaften, die für eine Weltordnung, glaube ich, die zentralen Eckpfeiler darstellen werden. Lassen Sie mich am Ende der Veranstaltung danken unserer Bundeskanzlerin, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier zu sein an einer anstrengenden Woche und mit Dank für die Mühe gelernt haben. Erzählt hat, ich möchte mit Ihnen wieder Ghanaisch sprechen, oder Xi heißt die Sprache. Nee, Dasi heißt Danke. Nee, Dasi. John Kufu. Ich möchte Ihnen danken, Ihnen allen für das engagierte Mitdiskutieren, für das Formulieren von Fragen. Ich möchte unseren beiden Anwälten des Publikums danken, die diese Fragen gesichtet haben und vorgetragen haben. Und ein besonderer Dank gilt heute sicherlich auch unseren Dolmetschern, die eine Diskussion unter uns zwischen den verschiedenen Sprachen möglich gemacht haben. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Mittag und einen weiteren angenehmen und interessanten Verlauf des Vormittags. Herzlichen Dank. Das Duo Kaczkowski spielt noch einmal für uns alle.